Attention, please. You are listening to your number one podcast called Business Boulevard. 3, 2, 1. Herzlich willkommen zum Podcast Business Boulevard. Mein Name ist Tom Illauer, ich bin Diplom-Bankbetriebswirt und wir haben heute Mittwoch, wir starten in die News. Viel Spaß damit. Ja, es geht los mit Under Armour. Under Armour, ja, einer der Herausforderer von Nike und Adidas. Was ist da los? Und zwar beim Sportartikelhersteller Under Armour soll Vorstandschef Plank einem Bericht zufolge unlautere Geschäftspraktiken pflegen. Besuche im Stripclubs zusammen mit Athleten und Vertragspartnern seien keine Seltenheit. Die Kosten übernimmt das Unternehmen. Ja, laut einem Zeitungsbericht zufolge soll dagegen vorgegangen werden, dass die Mitarbeiter weitere Besuche in Stripclubs und das auf Firmenkosten abrechnen. Diese Praxis sei lange Zeit üblich gewesen. Erst in diesem Jahr habe der Konzern Angestellte per E-Mail darauf hingewiesen, dass sie nicht mehr länger geduldet werden. Das schreibt zumindest das Wall Street Journal. Dem Bericht nach sind Mitarbeiter, darunter Führungskräfte wie Vorstandschef Kevin Blank, nach Firmen-Events mit Sportlern und Kollegen öfters in Stripclubs gegangen. Das Unternehmen habe in vielen Fällen die Kosten dafür übernommen. Das Verhalten sei ja symptomatisch für Zustände gewesen, die Frauen bei Under Armour als erniedrigend empfunden hätten. So sollen Manager etwa jüngere Kolleginnen, je nach deren Attraktivität, auf männliche Gäste zu exklusiven Partys auf einen Anwesen Planks eingeladen haben. Ja, Under Armour stritt die Vorkommnisse ab, werden aber dagegen angehen. Plank hatte das Unternehmen 1996 gegründet und ist seitdem Vorstandsvorsitzender des Sportartikelsherstellers. 14.000 Menschen arbeiten aktuell für den Anbieter und Jahresumsatz rund 5 Milliarden Dollar. Super krass. Dann kommen wir mal zu Höhle der Löwen. War ja am Dienstag. Und zwar gab es einen Deal für Pretzit. Ralf Dümmel investierte 125.000 Euro in ein Abfallsystem. Das ist so ein Mülleimer, den man runtertreten kann, sodass sich der Müll dann gepresst wird für einige Zeit und dadurch schafft man es anscheinend mehr Volumen reinzubringen. Ja, der Deal platzte dagegen nach der Show. Das komplette Thema Müllverordnung ist in Deutschland so komplex, denn es ist nicht bundesweit und auch nicht nach Bundesländern, sondern nach Müllentsorgungsbetrieben, also nach Kommunen geregelt. Der Deal ist nicht zustande gekommen, aber wir unterstützen Alex mit Pretzit und sind weiterhin mit freundlichem Austausch. Das sagt zumindest Ralf Dümmel. Dann eine traurige Nachricht von Kettler. Kettler kennst du ja. Es sind Ketka-Hersteller, denen droht das Aus in dieser Woche. Wenn es nicht gelinge, kurzfristig eine Zwischenfinanzierung für das angeschlagene Unternehmen sicherzustellen, werde der Geschäftsbetrieb am Freitag eingestellt. Das teilte das Unternehmen der deutschen Presseagentur am Dienstag mit. Alle rund 750 Mitarbeiter würden dann entlassen werden. Wow! Kettler hatte bereits im Juli einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverantwortung gestellt. Ziel war es, eine Neuausrichtung mit Hilfe mit einem Luxemburger Investors. Der Investor, der warf allerdings das Handtuch, als die Heinz-Kettler-Stiftung nicht bereit war, seine Forderungen zu erfüllen. Kettler wurde bereits 1949 von Heinz Kettler gegründet. 1962 brachte das Unternehmen das berühmte Tretauto Ketka auf den Markt, später auch ein Alurad. In den vergangenen Jahren kämpfte Kettler kontinuierlich ums Überleben. Schon 2015 hatte es erstmals Insolvenz anmelden müssen. Doch gelang nach dem Abbau von rund 200 Stellen und dem Verkauf der Fahrradsparte ein Neuanfang. 2017 sorgte dann ein tödlicher Autounfall der Kettler-Erbin Katrin Erlein für neue Turbulenzen. Seitdem ist das Unternehmen angeschlagen. Dann eine Nachricht von, gucken wir hier mal, Simple Assurance, ein Tech-Versicherungs-Startup. Und zwar rettet wohl ein Wandeldarlehen das Unternehmen. Ja, das Berliner Startup Simple Assurance, in Deutschland als Schutzklick bekannt, gehört zu den größten Insurtech-Pionieren. 60 Millionen Dollar flossen bisher in das Unternehmen. Das wurde 2012 gegründet, beschäftigt aktuell 150 Mitarbeiter.
gehört ja mit zur Tokio Marine Holdings und ist in 28 Ländern unterwegs. Der Weg nach Japan ist nach dem Einstieg des Investors nun fest eingeplant. Ein Blick in den Jahresabschluss des Unternehmens zeigt aber, wo sie derzeit stehen. Es ist eine kleine Kapitalgesellschaft, die sich eindeutig noch voll im Wachstummodus befindet. 2017 einen Jahresfehlbetrag von 7,4 Millionen Euro. Es ist der höchste Fehlbetrag in der kurzen Geschichte von dem Unternehmen. Insgesamt Gesamtverlust seit Gründung liegt bei 22,5 Millionen Euro. Ende 2017 betrug die Kapitalrücklage aber 15,9 Millionen. Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag betrug somit 6,5 Millionen. Ja, zur kurzfristigen Überbrückung. Dieser Lücke sicherte sich das Unternehmen im Februar des vergangenen Jahres ein Wandeldarlehen von bestehenden und neuen Investoren. Zu Hintergrund, in der Regel sind Wandeldarlehen da, um die Zeit bis zur nächsten Finanzierung zu überbrücken oder zur kurzfristigen Überbrückung von Engpässen bei der Liquidität. Weil ein Jahr zuvor, Ende 2016, dürfte dabei schon längst klar gewesen sein, dass es ohne weiteres Kapital nicht weitergehen kann. Ein Wandeldarlehen dürfte da eine schnelle Möglichkeit gewesen sein, den Engpass zeitnah zu überbrücken. Ja, gucken wir mal, wie es da weitergeht. Kommen wir zu Axel Springer. Und zwar, Axel Springer bekommt einen neuen Aufsichtsrat. Und zwar, Giuseppe Vita gibt sein Amt als Vorsitzender des Aufsichtsrats von Axel Springer ab. Ihm soll der Schweizer Verlagsmanager Ralf Büchi folgen. Der Wechsel ist für April 2019 geplant. Ralf Büchi hat vor mehreren Jahren schon gesagt, dass er den Drang hat, selber was zu machen. Das hat er zu der Neuen Züricher Zeitung gesagt. Nun soll der Schweizer Medienmanager Chefkontrolleur der Axel Springer werden. Dies wird der Aufsichtsrat des Unternehmens auf Empfehlung des Nominierungsausschusses der Hauptversammlung vorschlagen. Ja, wer ist der Büchi? 61 Jahre alt. Soll im April 2019 ablösen. Zwar hatte Büchi an der Universität Zürich Betriebswirtschaft studiert, nach seinem Abschluss entschied er sich dann aber jedoch für eine journalistische Laufbahn, erst als Redakteur, zum Beispiel beim Handelsblatt. Nach nur 4 Jahren in der Redaktion wechselte Büchi dann ins Management, er übernahm die Geschäftsleitung der Zeitung und wurde darüber hinaus Miteigentümer des Verlags. Im Jahr 1999 verkaufte er diesen dann an Axel Springer und legte damit entscheidende Bausteine für die Zukunft. Büchi selbst blieb an Bord. Von 1999 bis 2017 war im Verlag Axel Springer in verschiedenen Führungspositionen tätig. Von 2008 an war er für das internationale Geschäft tätig. Zwischen 2012 und 2014 war er Vorstand. Ja, auch der Ulrich Plett soll dann in den Aufsichtsrat einziehen. Derzeit ist Büchi Chief Operating Officer, also COO, und stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Schweizer Ringier-Gruppe. Zudem leitet er das Gemeinschaftsunternehmen von Ringier und Springer in der Schweiz. Neben Büchi soll auch Ulrich Plett in den Aufsichtsrat einziehen. Der 61-jährige Plett ist langjähriger Partner bei Arthur Andersen und bei Ernst & Young und seit 2015 selbstständiger Wirtschaftsprüfer und Berater bei der UpV7 GmbH, einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Ja, gucken wir mal, wie der Umbau da funktioniert. Dann kommen wir nochmal zu PayPal. Die deutschen Banken müssen sich wieder mit weiteren Konkurrenten durch PayPal auseinandersetzen. Michael Lunen, das ist der Deutschlandchef von PayPal, hat dem Handelsblatt gesagt, dass der Online-Bezahldienst mit der Kreditvergabe Online-Shops anfängt. Das heißt, PayPal Business Kredit ist eine Erweiterung unseres Angebots, so sagt er das. Einen entsprechenden PayPal-Kredit für Online-Shops gibt es bereits in den USA und in Australien und England. Dort heißt das Produkt PayPal Working Capital. Mithilfe des Darlehens kann der Online-Bezahldiensthändler noch enger an sich binden. Dann kommen wir zu einem ehemaligen der Höhle der Löwen-Startups, nämlich von Flörke. Von Flörke wurde durch die Vox-Show die Höhle der Löwen bundesweit bekannt. Ist ein Modeunternehmen. Übernahm die Traditionsmarke Edsor, galt sogar als eine der Erfolgsgeschichten der Gründershow. Investor Frank Thelen zeigte sich nach einem sehr herausfordernden Start im vergangenen Jahr sehr zufrieden mit seinem Investment
Nun darf das Startup als Beispiel herhalten, wenn Dinge völlig aus dem Ruder laufen. Was ist da passiert? Seit Anfang Oktober gibt es bei von Flörke nicht mehr nur Fliegen, Krawatten und Einstecktücher, sondern auch Red Bull, Kaviar und Wodka. Die Idee des 26. Gründers sei ihm wohl spontan gekommen, so hat zumindest die Gründerszene berichtet. Ja, das Unternehmen, muss man fairerweise sagen, war auch noch nie profitabel. Von Januar bis Oktober wurden gerade mal 5 Millionen Euro Umsatz gemacht. Ja, den Vorstoß in Getränkesegment befeuert das von Flörke-Team offensichtlich mit einigen Aktionen bei Deal-Plattformen. Es gingen daraufhin zahlreiche Bestellungen ein, Bestellungen, die das Startup alle gar nicht alleine bedienen konnte. 40.000 Bestellungen seien Mitte Oktober eingegangen, gerade einmal 15.000 habe die Jungfer bisher verschickt. Ja, ein Shame, wer Böses dabei denkt. Ein ja, sauber arbeitendes Unternehmen hätte die Möglichkeit, Waren zu bestellen, die nicht verfügbar sind, längst gestoppt. So bleiben zahlreichende wütende Kunden zurück. Der Ruf des Startups ist nun einmal ruiniert. Ja, bei MyDeals fällt im Zusammenhang mit von Flörke sogar der Name Christian Lutz Schönberger, ehemals Stardrinks. Der fiel schon mehrmals äußerst unangenehm wegen dubioser Geschäfte, gerade im Zusammenhang mit alkoholischen Getränken auf. Nachdem wir von einem Nutzer auf die freundschaftliche Verbindung des Geschäftsführers von Flörke zu Christian Lutz Schönberger hingewiesen wurden, haben wir uns speziell vor dem Hintergrund der Lieferschwierigkeiten entschieden, von Flörke umgehend zu sperren und ihn gebeten um schriftliche Stellungnahme, dass es nicht von Herrn Schönberger beliefert wird. Da diese nicht erfolgt ist, haben wir uns entschieden, den Shop sperren zu lassen. So hieß es. Ja, was sagt Frank Thelen dazu? Der muss durch einen Newsletter von Alkoholkonzept bei von Flörke erfahren. Offenbar ist der Kontakt zwischen dem Gründer und dem Investor nicht mehr so intensiv. Bekannt bei von Flörke, das Startup sammelte zuletzt über Capilendo 1,2 Millionen Euro ein. Zum Schluss noch ein Boulevardesker Hinweis von Flörke. Auch die Bild-Zeitung berichtet bereits über das Lieferfiasko bei von Flörke. Im Artikel Paywall wird Gründer Schirmacher als Millionär gefeiert, der den ersten Weihnachtsumsatz des Startups in einen Verlobungsring investierte und sich bei 250.000 Euro im Monat erstmal ein Porsche Cayman GTS gegönnt hat. Ja, da wundert einem gar nichts mehr. Trotzdem schöner Bericht. Ja, ich hoffe, dir hat diese Folge auch mal wieder Spaß gemacht. Würde mich freuen, wenn du auch morgen wieder dabei bist. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Dein Tom.